Heute werden wir ein kleines Spiel anspielen. Ich weiß noch nicht, ob ich daraus eine Serie machen werde oder ob es das einzige Video davon bleiben wird. Zumindest spielen wir heute das Spiel Toka Kitchen an. In dem Spiel hat man drei verschiedene Charaktere. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Inder zur Auswahl. Und ja, ich hatte gerade eben schon eigentlich eine Aufnahme, die perfekt gelaufen ist, aber das Blöde ist, ich war zu leise und das Spiel war zu laut, deswegen muss ich es nochmal aufnehmen. Und ja, zumindest haben wir hier nicht darauf klicken, da kommt man wieder ins Hauptmenü. Ganz wichtig, ich verwechsel es auch häufig. Hier haben wir dann einen Kühlschrank, wo wir verschiedene Sachen zur Auswahl haben. Wie zum Beispiel diese Wurst. Da hören wir schon, weil er sich freut, dass er Würste mag. Wer bitte nicht? Dann können wir zum Beispiel hier, das ist ein Schneidebrett, das ist ein Mixer, den zeige ich später. Das zeige ich euch dann auch später, diesen Kochtopf. Das ist eine Fritteuse, das ist ein Ofen, das ist eine Pfanne. Aber zuerst gehen wir zum Schneidebrett, weil wir erstmal die kleine Wurst schneiden müssen. Dann können wir hier unten, da wo das Salz und Pfeffer drauf gehen, und zum Beispiel noch ein bisschen Pfeffer drauf streuen oder ein bisschen Salz. Oder hier Zitrone oder was das hier auch immer noch sein mag. Oder das hier. Oder Ketchup. Oder Mayo ist das, glaube ich. Dann können wir hier auf die Pfanne gehen und das damit hier braten. Die Wurst, die wir gerade geschnitten haben. Hier haben wir nochmal dieselben Sachen. Die Teile sind im Übrigen da, dass man zum Beispiel das dann hier einzeln drauflegen kann. Weil wenn man es nicht drauflegt, landet es ja automatisch auf dem Teller, wenn man das nicht will. So, als nächstes machen wir noch zu den Würsten Pommes sozusagen. Oder Kartoffelecken, keine Ahnung. Die schneiden wir dann erstmal die Kartoffeln. Wir müssen aufpassen, weil zum Beispiel manche Teile fliegen zum Beispiel auch einfach vom Brett. Und das meine ich, wenn ihr so auf den Fall geht, landet es direkt hier auf dem Teller. Schon mag er rohe Kartoffeln? Nee. In gewisser Fritteuse machen die Kartoffeln rein. So haben frittiert. Machen wir das rein. Dann machen wir den noch ein schön Erdbeersaft dazu. Das ist ein bisschen wenig. Also noch eine Erdbeere. Achso, im Übrigen, ich will nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich irgendwie dafür Geld kriege. Also ihr kriegt jetzt kein Geld oder sowas dafür, als dass ich es euch jetzt vorstelle oder so. Ich mach's einfach so, weil ich es einfach mal spannend finde oder sowas. Und mich mal auch interessiert, wie ihr sowas findet. Zumindest kochen wir jetzt hier die Nudeln im Topf. Aber die lösen sich leider nicht auf, sondern bleiben so komisch fest zusammen. Zumindest haben wir die jetzt auch gekocht. Und ja, dann brauchen wir nur noch, was man in den Ofen machen könnte. Machen wir einfach ein Baguette rein. Dann ist eigentlich unser Essen fertig, weil dann haben wir alles abgedeckt. Ich mache nur noch ein bisschen mehr Erdbeere rein, dass er mehr zu trinken hat. Ja, das müsste reichen. Zumindest können wir dann hier zum Beispiel erst das da auf den Teller legen. Aber es bringt nicht, weil er sie so nicht von sich selbst ist. Und wenn er so wie gerade eh macht, so macht, heißt es, dass es sehr heiß ist. Weil es eigentlich ja noch heiß ist. Warum schmeckt denn der Erdbeersaft nicht? So, jetzt hat er auch aufgegessen. Das hat ihm geschmeckt.
Und jetzt zeige ich euch noch was Ekliges. Also es werden jetzt hier keine Grenzen eigentlich gesetzt, weil ihr zum Beispiel diesen komischen, komm mit, diesen komischen Shrimp oder was das ist nehmen könnt. Und den zum Beispiel hier auch in den Mixer packen könnt. Und den zum Beispiel auch das zum Essen geben könnt. Trinken eher, nicht essen. Oh, den schmeckt sogar so. Will ich. Oder da zeige ich euch jetzt einfach an die Zwiebel, weil ich die einfach genommen habe. Und zum Beispiel erstmal die Zwiebel hier mixen. Und dann kann ich das hier nehmen. Kann reinfüllen. Ihr seht hier schon, dass sich auch die Farbe verändert davon. Und es ihm dann zum Trinken geben. So, das ist richtig sauer oder sowas wird, ich weiß nicht. Dann nehmen wir eine Melone. Auch wenn dann noch die Reste vom anderen drin sind. Nehmen das. Wenn ihr noch davon den zweiten Teil wollt, also dann könnt ihr es mir auch, oder irgendwelche Ideen habt, was ich dann hier machen kann, dann könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben. Weil das Ding ist, dass es jetzt hier zum Beispiel keine richtige Story oder sowas gibt, die ich machen könnte. Deswegen. Zumindest war es das jetzt eigentlich auch, weil ich jetzt nicht groß weiß noch, was ich jetzt euch zeigen soll. Ich kann euch höchstens zeigen, wie dieses Mädchen hier aussieht. So sieht also dieses komische Mädchen aus. Und dann gibt es halt noch dieses Monster oder was das ist. Und ja, hier seht ihr nochmal dieses Monster. Ansonsten war es das eigentlich auch von diesem Spiel, weil mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu tun oder sowas. Und ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch kostenlos im App Store klicken, ist es glaube ich auch kostenlos, oder im Play Store, das ist auf jeden Fall kostenlos, runterladen und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal oder bis zum zweiten Teil. Ciao.